Der Event ist eigentlich entstanden, dass wir Newcomer von der Flairbar-Szene suchen. Wir wollen sozusagen Neuling die Chance geben, sich in einem Wettbewerb zu bewähren, ihnen sozusagen die Angst vor dem ersten Auftritt wegzunehmen, indem sie an einem Wettbewerb teilnehmen, wo andere Newcomer auch dabei sind. Jetzt gehen wir ans Flair Stars und ich mache dort einen Caballero, einen guten Rumdrink mit Portwein und ich freue mich sehr mäßig drauf. Und jetzt brauche ich noch eine Dekoration für den Drink. Und ich bin so nervös. Auch wenn man routiniert ist, braucht man doch, würde ich sagen, eine Einwärmphase, gewisse Sachen nochmal durch. Ja gut, der sitzt, also der nächste. Nochmal gewisse Sachen ausprobieren, einfach damit man drinnen ist. Es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt für ihn, weil er jetzt das erste Mal die Möglichkeit hatte, sich auf der Bühne zu präsentieren. Wir haben zusammen viel trainiert. Ich bin, glaube ich, auch mitschuldig, dass er überhaupt hier an dieser Randgruppe Sportart mitmacht. Mein Ziel war, ich will ins Finale. Und dann habe ich gewusst, ich bin im Finale, egal was passiert. Jetzt kann ich nur noch einfach eine Show bieten. Ich bin arschcool geblieben, auch wenn viele Sachen nicht geklappt haben. Es ist extrem viel rumgeflogen. An dem muss ich arbeiten, dass ich dort ein bisschen routiniert bin.